Ich bin Heinz Franz aus Neuland. Oft frage ich mich, wie erzählen wir unseren Kindern und Freunden bildhaft von unserer Vergangenheit? Wie vermitteln wir ihnen einprägsam und von den Strapazen der Flucht und der Anfänge der Pioniere Neulands? Wie stellen wir der Öffentlichkeit einen wichtigen Teil der Geschichte unserer Vorfahren dar? Mit diesem Videobeitrag zum 75-jährigen Bestehen von Neuland wollen wir einen Beitrag dazu geben. Die Neuländer kamen vor 75 Jahren in den Chaco Paraguays. Die Einwanderung in Paraguay, die Ankunft auf Eibon und die ersten Jahre der Ansiedlung liegen für die Pioniere in ferner Vergangenheit. Die vierte Generation der Neuländer kann sich das Leben vor 75 Jahren kaum noch vorstellen. Aus diesen Überlegungen entstand bei mir die Idee, zur Jubiläumsfeier von Neuland eine Karawane von 75 Pferdefuhrwerken zusammenzustellen und einen Umzug auf der Jubiläumsfeier durchzuführen. Meine Frau Susanna unterstützte mich sofort dabei. Mit meinem Bruder Hans-Peter sprach ich im Juli 2020 darüber. Auch er sagte mir seine Unterstützung zu. Einige Monate später, präsentierte ich meinen Vorschlag auf dem Kultur- und Geschichtskomitee und dem Verwaltungsrat von Neuland. Hier war man skeptisch, denn es schien ihnen unrealistisch, 75 Pferdefuhrwerke und Kutscher für diese Idee zu begeistern und zu mobilisieren. Dennoch gaben sie ihre Zustimmung. Mit dem Wagenumzug beim Jubiläum wollten wir zeigen, wie die Neuländer mit Hilfe der Menus und der Fernheimer in den Chaco kamen. Deshalb wurden auch viele Personen aus den Kolonien mit einbezogen. Das gab dem Ganzen eine ganz besondere Note. Als kleinere Gruppe hatten wir schon öfters Tagereisen mit Pferdefuhrwerken gemacht. Daher kannte ich einige Interessenten, die gerne mitmachen würden. Es gab bald viele begeisterte Kutscher, aber vielen fehlte ein Wagen, ein Bori oder auch die Pferde. Viele Freunde halfen mit, diese zu beschaffen. Ganz besonders danke ich hier Herrn Werner Funk aus Menno und Peter Dürksen aus Fernheim. Sie halfen uns, Wagenfahrer aus ihren Kolonien zur Verfügung zu stellen. Und natürlich danke ich den vielen Neuländern, die uns dabei unterstützten. Im ersten Halbjahr 2021 begannen wir mit den Übungen. Insgesamt trafen wir uns zu fünf größeren Übungsfahrten, bei denen Kutscher der Karawane mitfuhren. Zwischendurch übten wir öfters als kleine Gruppen. Es ging darum, die Pferde an die Aktivitäten zu gewöhnen und die Kutscher an den Fahrstil. Manchmal gab es dabei Unfälle, manchmal mussten neue Pferde gesucht werden und immer wieder ermutigten wir uns gegenseitig, um nicht aufzugeben. In den letzten Monaten vor dem Jubiläum beschäftigten sich einige Lehrerinnen und Schüler der Sekundarschule Neuland intensiv mit der Wagenkarawane. Rebecca Bark, Diana Dück und Rosita Isaac planten gemeinsam die Verkleidung der Schüler, die Flüchtlinge darstellen sollten. Viele Eltern unterstützten tatkräftig dabei. Herzlichen Dank. Dass dieses den Schülern Spaß machte, merkte man auch daran, dass einige von ihnen ihre Verkleidung an dem Samstag des Jubiläums gar nicht mehr auszogen. In einer Form haben sie so die Geschichte ihrer Großeltern und Flüchtlinge erlebt. Die Karawane hat bei den Zuschauern einen tiefen Eindruck hinterlassen. Das merkte man hinterher an den vielen gefühlsgeladenen Kommentaren. Ich bin dankbar, dass der Umzug mit der Pferdekarawane durchgeführt werden konnte und dass Gott uns bei den Vorbereitungen und bei der Durchführung geleitet, beschützt und bewahrt hat.
Ich danke allen Beteiligten für die großartige Unterstützung. Möge Gott es ihnen vergelten. Der Umzug auf der offiziellen Feier am 4. Juli durch das Rodeo-Gelände wurde von meinem Bruder mit passenden Worten begleitet. In den nächsten Minuten werdet ihr 75 Wagen sehen. Sie symbolisieren die Ankunft der Neuland-Pioniere auf ihrer Reise von Kilometer 145 oder Bahnhof Fred Engen nach Menno und Farnheim. Sie symbolisieren die 75 Lebensjahre der Kolonie Neuland. Das war vor 75 Jahren, 1946 bis 1948 nach dem blutigen Zweiten Weltkrieg. Tausende von Familien wurden durch die Auswirkungen des Krieges getrennt. Häuser wurden zerstört. Straßen und Flughäfen waren unbenutzbar. So viel Leid, so viel Zerstörung, so viel Bitterkeit, so viel Ängste, so viele Tränen, so viele Fragen, so viele Flüchtlinge. Die Folge des Krieges. Wohin werden die Tausenden von Flüchtlingen gehen? Niemand wollte sie haben, diese Flüchtlinge, diese Mütter, diese Kinder, diese Alten, diese Kranken. Wer würde ihnen eine neue Heimat bieten? Wer würde ihnen helfen? Das Mennonitische Zentralkomitee, MCC, von Kanada und den USA sagte, ja, wir werden helfen. Wir sind bereits dabei, mennonitische Flüchtlinge in Deutschland und in den Niederlanden zu sammeln. Tausende von Flüchtlingen, die unbedingt eine neue Heimat finden wollen. Denn die Heimat in Russland gab es für sie nicht mehr. Und so organisierte das Mennonitische Zentralkomitee zwischen den Februar 1947 und Oktober 1948 vier Schiffe, die mehr als 5.500 Kriegsflüchtlinge nach Südamerika brachten. Die paraguayische Regierung sagte, ja, wir werden helfen. Wir haben bereits andere ähnliche Flüchtlinge und Siedler aufgenommen, diejenigen, die heute in Menno, Farnheim, Friesland und Asunción leben. Es sind gute Menschen, ehrliche, aufrechte Menschen, hart arbeitende Menschen. Und dann sagten die Siedler von Farnheim und Menno, ja, wir werden helfen. Vor weniger als 20 Jahren waren auch wir auf der Suche nach einem neuen Zuhause, einer neuen Heimat. Und wir haben sie in Paraguay gefunden. Lasst uns jetzt den Flüchtlingen helfen, sich in diesem neuen Land willkommen zu fühlen. Und bei all dem hat Gott ja gesagt, ich werde helfen. Ich stehe immer an der Seite derer, die leiden, an der Seite derer, die kein Land und keine Heimat mehr haben, an der Seite derer, die kaum noch ein Volk sind. Sie werden weiterhin zu meinem Volk gehören, zu meinem Volk in Paraguay. Sie werden geheilt, sie werden gesegnet, und sie werden ein Segen für viele sein, in Paraguay und darüber hinaus. Gott kann. Das hatten die Flüchtlinge in den letzten Monaten so oft gehört und erlebt. Gott war inmitten ihres Leids und in diesen Rettungsprojekten gegenwärtig. Endlich hatten die Flüchtlinge den Bahnhof Engbohn oder Fred Engen Station erreicht. Den Endpunkt der Eisenbahnlinie von Porto Gasado am Ufer des Paraguay-Flusses nach Kilometer 145, mitten im undurchdringlichen Busch des paraguayischen Chaco. Gott kann es schaffen. So wiederholten die Neuankömmlinge beim Ankunftsgottesdienst bei Kilometer 145. Gott hat uns so weit gebracht, er wird uns nicht im Stich lassen. Führende Persönlichkeiten aus Farnheim und Menno waren gekommen, um die Flüchtlinge willkommen zu heißen. Sie begrüßten die Neuankömmlinge in der Sprache ihres Herzens, im Plattdeutsch, einem deutschen Dialekt.
Sie waren mit Pferdewagen angereist, die sie zu den Orten bringen sollten, die ihnen als Platz für ihr neues Heim dienen sollten. Dieses waren geeignete Momente, um Gott zu danken und zu loben. Alle nahmen an dem Gottesdienst teil unter freiem Himmel, ohne Kirchenbänke, aber in einem dankbaren Miteinander. Sie dankten Gott und dankten den Menschen, die gekommen waren, um sie aufzunehmen. Bald darauf hörte man das Lied »Großer Gott, wir loben dich« wie ein Jubelschrei und dann »Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen«. Und dann nach den Liedern und Gebeten die Gespräche, das Miteinanderreden. Wie ist es im Chaco? So viele Fragen. Gibt es Wasser? Wir haben so viel Leid wegen Wassermangels gehört. Von diesem Leid haben wir gehört. Gibt es Schlangen? Wir haben von Menschen gehört, die gestorben sind. Gibt es gefährliche wilde Tiere? Und was ist mit den Einheimischen? Fragen über Fragen. Die Neuankömmlinge wurden nicht müde, Fragen zu stellen und zuzuhören. Am nächsten Tag brachen sie früh auf, bevor die Sonne aufging. Sie beluden ihre Wagen mit den wenigen Habseligkeiten, die die Neuankömmlinge ihr eigen nannten, das Wenige, das die lange Wanderung überlebt hatte, das Wenige, das übrig blieb, aber für sie so wichtig, jetzt in Koffern, Kisten und Taschen verstaut, Kleider, Fotos, persönliche Dokumente, eine Bibel, ein paar Gegenstände für den persönlichen Gebrauch und so viele Erinnerungen. Viele von ihnen schmerzhaft und traurig. In einem der Wagen, Frau Maria dachte mit Tränen in den Augen an ihren Mann Peter. Zusammen mit ihrem ältesten Sohn, der kaum 19 Jahre alt war, wurden sie von russischen Offizieren verschleppt und in eines der Zwangsarbeitslager in Sibirien deportiert. Wird es ein Wiedersehen mit ihnen geben? Und an ihrer Seite ihr einziger verbliebener Sohn, 11 Jahre alt. Wie werden sie überleben? In einem anderen Wagen Frau Katharina, 68 Jahre alt, krank. Sie war das einzige Mitglied ihrer Familie, das es lebend aus Russland herausgeschafft hatte. Wer würde sich jetzt um sie kümmern? In einem anderen Wagen saß Johann, erst 15 Jahre alt, mit seinen beiden Schwestern, 12 und 9 Jahre alt, mutterlos, vaterlos, in der Obhut einer kranken Tante. Im selben Wagen saß Heinrich, 58 Jahre alt, einer der wenigen erwachsenen Männer in der Gruppe, denn fast alle erwachsenen Männer waren tot oder wurden vermisst. Sie alle waren dankbar, am Leben zu sein und gleichzeitig besorgt und ängstlich, wie ihre Zukunft aussehen würde. Am zweiten Tag der Reise mit den Wagen ertönte es plötzlich aus den vordersten Wagenreihen. Schaut mal, dort drüben, rechts, am Waldrand, dort sahen sie einige Hütten. Die gehören den Indianern, sagten die Kutscher von Fernheim und Menno, und sie begannen, Geschichten zu erzählen, von Begegnungen zwischen den Einheimischen und den mennonitischen Siedlern. Zumeist friedliche Begegnungen, aber auch Geschichten von Überfällen. Geschichten, die Ängste, Ungewissheit und Hoffnung verursachten. Sie hörten die Wörter Chlupi und Niwakle und auch Lengwa oder Enchlit. Es gab so vieles zu lernen. Sie hörten auch die Geschichten von den Paraguayern. Wie werden wir mit diesen Menschen zusammenleben, die so anders sind als wir? Und vor allem erlebten sie viel Gastfreundschaft. So viel Gastfreundschaft von den Siedlern aus Menno und Fernheim, die schon früher da waren.
die mit Begeisterung, Aufopferung und sehr guter Planung die Flüchtlinge erwarteten und willkommen hießen. Flüchtlinge, die bald zu Nachbarn und Mitarbeitern werden sollten, um den paraguayischen Chaco zu ihrer Heimat für viele zu machen. Heute feiern wir. Wir feiern Gottes Treue, den Glauben und die Beharrlichkeit der ersten Siedler und ihrer Nachkommen, die Liebe und die Solidarität so vieler Menschen, die dazu beigetragen haben, dass Neuland zu dem geworden ist, was es heute ist. Heute verpflichten wir uns, weiterhin zum Frieden beizutragen. Diese 75 Luftballons stehen für Frieden, Shalom, geistliches, soziales, körperliches, wirtschaftliches Wohlergehen. Heute feiern wir 75 Jahre der Treue und der Barmherzigkeit Gottes, 75 Jahre des Glaubens und der Arbeit, 75 Jahre Solidarität und Zusammenarbeit. Nicht immer einfach, aber Zusammenarbeit immer wieder zwischen Alt und Jung, zwischen sozialen und ethnischen Gruppen, zwischen Gemeinden, zwischen Kolonien und Städten. Und heute bekennen wir, dass wir Gott und den Mitmenschen nicht immer treu gewesen sind. Wir haben nicht immer die Ehre Gottes und das Wohl der anderen gesucht. Darin bitten wir Gott um Vergebung. Und wir bitten um Vergebung einander. Und wir feiern die Vergebung, die uns der himmlische Vater zuspricht, und die Vergebung, die wir uns gegenseitig gewähren. Heute sprechen wir Paraguay noch einmal unseren Dank dafür aus, dass es uns seine Türen geöffnet hat. Auf der Grundlage des Glaubens an Jesus Christus verpflichten wir uns, gemeinsam mit den Einwohnern des Landes weiterhin für das Wohlergehen, für den Frieden des Landes zu sorgen. Weiter für das Wohlergehen und den Frieden des Landes zu arbeiten. Wir verpflichten uns, weiterhin das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden, weiterhin produktiv zu arbeiten und die Zusammenarbeit zwischen den Völkern zu pflegen und zu fördern. Und heute danken wir vor allem Gott, der mit zahllosen Zeichen und Wundern die Existenz dessen ermöglicht hat, was wir heute feiern. 75 Jahre Leben in Neuland, eine gesegnete und lebendige Gemeinschaft und zugleich eine engagierte Gemeinschaft, die sich verpflichtet, anderen zum Segen zu sein, im Namen Jesu und bevollmächtigt durch den Geist Gottes. Gelobt sei Gott, unser Herr. Die Fahrer der Wagenkarawane, die Kutscher und ihre Begleiter, dieses Ereignis erlebt, hier einige Ausschnitte von persönlichen Zeugnissen. Ein etwa 70-jähriger Fahrer teilte mit: Zusammen mit meiner Frau entschieden wir uns, gemeinsam an der Wagenkarawane teilzunehmen. Wir sind beide noch in der Zeit aufgewachsen, in der Pferdefuhrwerke zu den wenigen Fortbewegungsmitteln gehörten, die uns zur Verfügung standen. Daher weckte dieses Ereignis in uns warme Erinnerungen an gute alte Zeiten. Es hat uns Freude bereitet
obwohl es oft nicht einfach war, neben den alltäglichen Aktivitäten die jungen Pferde in Übung zu halten, damit es später keine schmerzlichen Überraschungen gab. Für die Organisatoren war dieses ein großes Werk. Zum Ersten, so viele Fuhrwerke und Kutscher zu finden und zweitens, alles zu planen und so zu organisieren, dass es gut funktionieren konnte. Ihnen sprechen wir unser Lob, unseren Dank und unsere Anerkennung für Ihren Einsatz aus. Ganz besonders danken wir aber unserem Vater im Himmel, dass er trotz einiger Zwischenfälle Bewahrung und Gelingen des Unternehmens geschenkt hat. Einer der anderen Kutscher sagte, tief beeindruckt: Während dieser Fahrten und auch während der gesamten Jubiläumsfeier ist mir ganz besonders bewusst geworden, was unsere Vorfahren in Russland und auf der Flucht erlebt haben und wie schwer sie es hier in Paraguay am Anfang gehabt haben. Ich habe die Wagenkarawane und die ganze Jubiläumsfeier als ein Dank- und Ehrenfest für Gott gesehen, dafür, dass er unsere Vorfahren so wunderbar geführt hat und ihnen immer geholfen hat. Und das tut er bis heute. Ich fand es auch ganz besonders schön und wertvoll, dass Leute von Fernheim und Menno dabei waren und auch, dass Lateinparaguayer und Indigene mitgemacht haben. Hier sind die Worte von Vertretern der Comunidad Campo Alegre, einer Siedlung von Indigenen im Süden von Neuland. Als Comunidad Campo Alegre sind wir sehr dankbar, dass wir eingeladen wurden, teilzunehmen an der Wagenkarawane zum 75-jährigen Jubiläum von Neuland. Es war eine sehr gute Erfahrung für die Indigenen, mit einbezogen zu werden, das Zusammenleben der verschiedenen Kulturen zu sehen und sie bei diesem Fest mitzuerleben. Durch die Zusammenarbeit bei den Übungsfahrten konnten neue Freundschaften geschlossen werden. Und dafür sind wir sehr dankbar. Ein Ehepaar gibt ihre persönlichen Eindrücke wieder. Was uns besonders beeindruckte? Wir kriegten ein Gefühl für die große Opferbereitschaft der Leute aus Fernheim und Menno mit ihren beschwerlichen Reisen mit Pferdefuhrwerken, um die Flüchtlinge abzuholen. Das ist bestimmt viel schwerer gewesen als das, was wir heute erlebten. Und sie haben es sehr willig gemacht. Das macht uns im Rückblick sehr dankbar für unsere Vorfahren und auch für unsere Nachbarkolonien. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Wir begannen uns vorzustellen, wie die Leute von Fernheim und Menno Großes geleistet haben, was sie alles vorbereiten mussten und wie sie die Neuankömmlinge dann bei sich aufgenommen haben, während es ihnen ja selbst wirtschaftlich noch nicht gut ging. Später haben sie die neuen Siedler nach Neuland gebracht und ihnen beim Neuanfang geholfen. Mit all dem sind sie Teil unserer Geschichte geworden, der Geschichte Neulands. Und das stimmt uns besonders dankbar und hat in uns das Gefühl der Zusammengehörigkeit gestärkt, das wir als drei Kolonien haben. Ich wünsche mir, dass diese Geschichte für unsere Kinder und Großkinder lebendig bleibt. Mit Schülern und Lehrern des Colegio Neuland war die junge Generation der Neuländer maßgeblich an der Gestaltung des Jubiläums beteiligt. Hier einige persönliche Worte von Schülern, die an dem Wagenumzug teilnahmen. Die Karawane war die Hauptattraktion vom Jubiläum, weil die junge Generation die ältere dargestellt und somit gewürdigt hat. Es war ein ganz besonderes Erlebnis, da wir in die Rolle des Flüchtlings schlüpfen mussten und uns so vorstellen konnten, wie es damals tatsächlich war, als sie hier ankamen. Ein gelungener Einsatz zur Wiederbelebung des geschichtlichen Teils der Mennonitengeschichte. So wurde die Geschichte lebendig für uns und für die Zuschauer. Bald nach der Jubiläumsfeier wurde Heinz Franz eingeladen, Worte an die versammelte Schulgemeinschaft des Colegio Neuland zu richten. Hier sind einige Denkanstöße, wie er sie nannte. Im Namen des Jubiläumskomitees danke ich euch herzlich für euren wertvollen Beitrag an der Gestaltung des Festes. Dazu 5 Denkanstöße für euch. Erstens, ist euch bewusst, dass ihr 50% des Wagenumzugs dargestellt habt? Zweitens, ist euch bewusst, dass dieses das letzte Jubiläum im 25-Jahres-Rhythmus gemeinsam mit den Pionieren war? Am 100-jährigen Jubiläum wird wahrscheinlich niemand mehr am Leben sein von Ihnen. Drittens, ist euch bewusst, dass ihr die Generation seid, die das 100-jährige Jubiläum organisieren wird? Was werdet ihr da machen? Viertens, ist euch bewusst, wie wichtig Sprache ist?
Für euch ist es so wichtig, gut Spanisch zu sprechen. Und ihr solltet nie Deutsch sprechen, wenn Personen zugegen sind, die euch nicht verstehen. Fünftens, besucht ältere Personen, die ihr kennt, und fragt sie, wie es früher war. Hört gut zu, stellt gute Fragen, nehmt es auf und dann erzählt es weiter. Gott segne euch.